Es ist immer so, wenn man sich einen neuen WLAN-Router kauft, dass der Name und das Passwort von Werk aus sehr kompliziert festgelegt sind, beziehungsweise man kann sich die Zahlen- und Buchstabenkombinationen des Namens und des Passworts nur sehr schwer merken. Deswegen möchte ich dir in diesem kurzen Tutorial zeigen, wie du über einen gängigen Browser wie dem Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Google Chrome den Namen und das Passwort deines WLAN-Routers ganz einfach ändern kannst. Ich verwende für dieses Video die WLAN-Box des österreichischen Anbieters A1 und dieser Vorgang ist normalerweise bei allen gängigen WLAN-Routern der gleiche. Achtet bitte trotzdem immer darauf, dass ihr einen sicheren Namen und vor allem ein Passwort wählt, das nicht so leicht zu knacken ist. Wie du deinen WLAN-Router zum Beispiel verstärken kannst und wie du den Kanal wechseln kannst, sodass du nicht von anderen Routern in der Nähe gestört wirst, erfährst du in meinem Blog auf technikberat.com. Um auf meinen WLAN-Router über einen gängigen Browser zugreifen zu können, benötige ich als allererstes mal die IP-Adresse meines WLAN-Routers. Wie komme ich zu dieser? Ganz einfach, ich benutze hier Windows 10, bei den Vorgängerversionen funktioniert es im Prinzip gleich. Am einfachsten geht es über die Tastenkombination Windows-Taste plus R, dann öffnet sich hier das Ausführenfenster und ich gebe jetzt hier ein cmd.exe und klicke auf OK. Dann öffnet sich das schwarze Fenster, also die Eingabeaufforderung. Sollte das so nicht funktionieren, gehe über die Suchfunktion hinein und gebe hier Eingabeaufforderung ein. Und nun gebe ich hier den Wert IP-Config ein und drücke die Enter-Taste. Und jetzt werden mir hier einige Werte und Daten angezeigt. Und interessant für uns ist jetzt der Standard-Gateway. Das ist die IP-Adresse des WLAN-Routers, in meinem Fall 10.0.0.138. Nun gehe ich in meinen Browser, in meinem Fall ist es der Mozilla Firefox, und gebe hier oben in die Adresszeile diese IP ein, die bei mir bereits gespeichert ist, drücke die Enter-Taste, um die Seite aufzurufen. Und jetzt befinde ich mich auf der Seite meines WLAN-Routers. Wie schon vorher erwähnt, ist das hier bei mir die A1 WLAN-Box. Bei dir könnte das Ganze jetzt natürlich anders aussehen, je nachdem welchen WLAN-Router du gerade verwendest. Sollte hier jetzt eine Fehlermeldung erscheinen, so wie zum Beispiel diese Verbindung ist nicht sicher, vor allem bei Mozilla Firefox, dann schau einfach hier auf die Mozilla Support Seite, da wird das Problem schön erklärt. Um eine Erlaubnis für diese Seite freizuschalten, klicke einfach bei diesem Fenster auf Erweitert und füge die Seite zu den sicheren Verbindungen hinzu. Den Link zu dieser Mozilla Support Seite findest du auch übrigens in der Videobeschreibung. Zurück zur WLAN-Box. Ich gehe jetzt hier auf das Heimnetzwerk. Dann auf meinen WLAN-Router. Das ist hier in diesem Fall Stefans WLAN. Und dann hier rechts oben auf den Button Konfigurieren. Und nun habe ich hier sämtliche Daten. Hier kann ich mein WLAN aktivieren, deaktivieren, Schnittstelle aktivieren, Übertragungsleistungsstufe einstellen, meine physische Adresse anschauen und hier ein wichtiger Punkt, der Netzwerkname, also die SSID. In meinem Fall ist es Stefans WLAN. Dann kann ich noch weitere Daten wie die tatsächliche Geschwindigkeit, die Bandbreite und so weiter ablesen und auch zum Beispiel hier den Kanal. Ich befinde mich auf Kanal 11. Und hier unten ist das nächste interessante Feld, das ist der WPA-BSK-Schlüssel und das ist das Passwort, das du für deinen WLAN-Router dann verwenden kannst. Mit einem Klick auf Übernehmen dauert es einige Sekunden, bis die Daten übernommen wurden und du kannst den WLAN-Router dann so verwenden, wie du es gerne möchtest. Falls du Fragen zu anderen WLAN-Routern haben solltest oder überhaupt zur A1 WLAN-Box, kannst du mich sehr gerne kontaktieren. Ich freue mich auf deinen Klick auf den Abonnieren-Button und auf Likes auf Facebook und natürlich auf Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video.